Der Verein Solingen Hilft setzt sich neben Hilfsaktionen in Solingen und Kambodscha auch für Geflüchtete in Griechenland ein. Anfang Juni besuchten Dr. Christoph Zensis, sein Kollege Dr. Werner Klur, Barbara Eufinger und Ilona Fiedler verschiedene Anlaufstellen in Athen. Auch hier werden Flüchtlinge versorgt. An eine Praxis für Geflüchtete eines griechischen Partnervereins wurde ein neues Ultraschallgerät im Wert von 16.000 Euro übergeben. Außerdem wurden Gelder in Höhe von 28.000 Euro für den Kauf von Medikamenten bereitgestellt. Mit diesen werden Geflüchtete auf den Inseln, aber auch in Athen versorgt. Dr. Klur blieb eine Woche in Athen, untersuchte und half den Menschen dort. Auf Lesbos suchte die Gruppe die Überreste des abgebrannten Lagers Moria auf. Hier hatte Dr. Zensis in den Jahren zuvor viel geholfen. Der Schein trügt, malerische Natur, blaues Wasser und eine grandiose Aussicht. So stellt man sich eine Urlaubsinsel vor. Doch hier leben im neuen Flüchtlingslager Karatepe II fast 7000 Menschen. Erwachsene, Kinder und Säuglinge aus vielen Ländern überleben hier auf engstem Raum. Fließendes Wasser gibt es noch nicht, nur mit Wassertanks werden die Menschen versorgt. Man sieht eigentlich immer eine sehr wilde Campstruktur, die ganz anders ist, als ich es im Oktober gesehen habe, wo so brav aufgereiht die Zelte von der UNHCR gemacht wurden, sondern die Bewohner haben sich ihre Zelte und zeltähnlichen Strukturen selber gebaut, wie man das auf den Bildern sieht. Und mittendrin verlaufen auch neue Wege, so dass es mich ein bisschen ans erste Camp Moria erinnert. Weiterhin sind natürlich Strukturen da wie die Schule oder diese Schulbusse. Direkt natürlich daneben Dixi-Klos, die immer noch als einzige Hygienestation dienen. Wassercontainer, fließendes Wasser gibt es noch nicht. Dann eben auch große Zelte, wo unbegleitete Männer zusammenleben, leider aus allen Nationen zusammen und nicht getrennt. Da kann es schon mal nachts zu Krach oder Streit kommen. Dann gibt es ein Quarantänelager, wo alle Kontaktpersonen von Covid-Patienten reinkommen. Das ist aber nicht so viel, wie man vermutet. Die Zahlen liegen so bei 16 Covid-Patienten und 186 Erstkontakten, die dann in 2 Wochen Quarantäne müssen. Aber in so einem Camp in Quarantäne und dieses Essen nur über den Zaun gereicht zu bekommen, ist wirklich dramatisch. Ja, wir haben ins Camp dann wieder medizinische Hilfeleistung gebracht, natürlich Unmengen von Medikamente, oder wir kaufen sie eben auch vor Ort mittlerweile, nicht nur, weil sie günstiger sind, sondern um auch dort die Wirtschaft zu stärken oder die Gelder dort auszugeben, wo sie eben auch gebraucht werden. Dann eben Geräte, medizinische Geräte, wie ein Ultraschallgerät hatten wir mit. Dann haben wir uns Projekte angeguckt, wie die Schule oder Schulbusse, die angeschafft wurden, die wir regelmäßig monatlich unterstützen, mit Material, aber auch die Schulen selber. Die Lehrer kriegen ein kleines Gehalt, weil da stündlich wechselnde Schulklassen drin sind, dass eine Beschulung stattfindet.